alle Tore öffnen. Es geht um den Volkswillen, werden Moscheen gebaut und Gebetshäuser errichtet. Wir erinnern da an den Bau der Moschee in Frankfurthausen. Hier war es nicht nur die NPD, die gegen den Bau der Moschee protestierte. Es bildeten sich unter anderem Bürgerinitiativen, die nicht rechtsradikal vorbelastet waren. Unterschriften wurden gesammelt und die Bürgerinnen und Bürger von Frankfurthausen verdeutlichten, dass sie keine Moschee in ihrer Heimatgemeinde haben wollten. Dieser Wille, der Wille des Volkes war, wurde von den sogenannten Demokraten mit Füßen getreten. Man hat den Volkswillen missachtet und zu verstehen gegeben, dass die Moschee in jedem Fall gebaut werde und die Bauarbeiten notfalls unter Polizeischutz stattfinden würden. Das können wir doch froh sein, dass wir von so großen Demokraten regiert werden. Als die wahren Vertreter unseres Volkes lehnen wir die Islamisierung Deutschlands und Europas ab. Wir wollen keine Moscheen als Zeichen der islamischen Machtsymbolik in unserer Heimat. Die Islamisierung unserer Heimat wird uns immer als kulturelle Vielfalt verkauft. Es ist doch kein Geheimnis, dass die Moscheen und Gebetshäuser dazu genutzt werden, um gegen das deutsche Volk und Europa zu hetzen und gegen uns zum Krieg aufzurufen. Die BRD-Regierung schafft ihnen dazu noch den Spielraum und lässt entgegen dem Willen des Volkes eine Moschee nach der anderen aus dem Boden stampfen. Man muss alle Deutschen fragen, die solche Vorhaben unterstützen und widerstandslos hinnehmen. Wie dumm seid ihr eigentlich? Wie dumm seid ihr eigentlich, dass ihr euch zum Wegbereiter des Feindes in eurem eigenen Land machen lässt? Die These vom friedlichen Islam ist doch eine Propagandalüge. Da, wo eine artfremde Kultur in der Masse zu groß wird, wird sie zum Problem. Diese Leute halten sich doch nur so lange zurück, bis sie so stark sind, dass sie uns ihre Lebensweise aufzwingen können. Die Einfuhr von Islamunterricht an deutschen Schulen, das Nichtbesuchen der Schulen von Muslimen an muslimischen Feiertagen und gewaltsame Proteste wegen Videos sind doch nur der Anfang. Eine Religion, deren Anhänger aufgrund von Karikaturen gewalttätig werden und unsere Lebensweise nicht anerkennt und in unserer Gesellschaft eine Parallelgesellschaft aufbaut, hat in unserem Land nichts verloren. Die Verhaltensweisen der Muslime verdeutlichen immer wieder auf das Neue, dass dies keine Einzelfälle sind, sondern dass der größte Teil der Muslime in der Art und Weise denkt. Wir erkennen den Islam als Kultur und Religion in den Ländern an, wo er seine Daseinsberechtigung hat. Und wir greifen auch niemals Muslime an, die ihrem Glauben nachgehen. Wir fordern aber, dass jegliche Machtsymbolik des Islam aus Deutschland zu verschwinden hat. Wer in Deutschland lebt, hat sich unseren Gegebenheiten anzupassen. Wir wollen keine Moscheen und keine Minarette in Deutschland. Der Islam hat in Deutschland und in Europa nichts verloren. Es ergeht daher der Aufruf an alle Europäer, sich der Islamisierung Europas zu erwehren. Schaufelt euch nicht euer eigenes Grab und macht eure Augen auf. Kein Islam in Deutschland und Europa gegen die Islamisierung und die Überfremdung unserer Heimat.